Saalfelden, Einkaufsstadt, Kongressstadt, Sportstadt, Bildungsstadt. Es gibt nur wenige Städte mit einem derart breit gefächerten Bildungsangebot. Der Bildungsweg beginnt in einem der 7 Kindergärten. Saalfeldens Kindergärten profitieren von einer guten Infrastruktur und einem gut ausgebildeten Kindergartenpersonal. Dies garantiert eine qualitative und pädagogisch wertvolle Arbeit. In Saalfeldens Kindergärten wird auf Vielfalt Wert gelegt. Beispiel ist da natürlich auch sinnvoll, generationsübergreifend zu arbeiten, da mal Zusammenarbeit mit Pharmach, mit dem Seniorenhaus. Diverse In- und Outdoor-Projekte wie zum Beispiel Waldtage oder tiergestützte Therapien für Kinder mit Integrationsbedarf werden angeboten. Die stadteigenen Betriebe bieten verschiedene Betreuungsformen an, von den Krabbelgruppen bis zur Nachmittagsbetreuung von Schulkindern. Es wird großer Wert auf eine allumfassende Betreuung der Kinder gelegt. Wir wollen natürlich familienergänzend agieren. Das heißt, wir schaffen für die Kinder einen gemütlichen Rahmen. Um eine gute Bildungsarbeit zu leisten, ist es wichtig, die Kinder in verschiedensten Bereichen zu fördern. Und zwar die Kinder im emotionalen und sozialen Bereich gut fördern. Sprachförderung bietet man nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund an. Die Gesundheitsförderung ist ein wichtiger Bestandteil. Dazu gehört natürlich auch die Bewegungserziehung. Zusätzlich zu den kommunalen Kindergärten gibt es in Saalfelden noch die privaten Betreuungseinrichtungen Wurzelburzel, die Micky-Krabbel-Stube und den Waldkindergarten. In den Volksschulen steht das Lernen im Mittelpunkt. Das erfordert viel pädagogisches Geschick und Methodenvielfalt der Lehrkräfte. In allen Saalfeldner Volksschulen gibt es Montessori-Klassen. Die Freiarbeit bietet das Kernstück dieser Pädagogik. Die Kinder entscheiden, womit sie sich beschäftigen. Sie bestimmen selber den Arbeitsrhythmus und auch, ob sie alleine oder mit einem Partner arbeiten möchten. Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen gibt es Unterstützung durch einen Zweitlehrer. Integration gibt es für Kinder mit Lernbehinderung oder mit sozial-emotionalen Defiziten. Wir haben in den Saalfeldner Schulen circa ein Viertel Kinder mit nicht-deutscher Erstsprache. Die brauchen natürlich besondere Förderung im Deutschunterricht und es gibt dafür extra Deutschstunden und Lehrer, die diese Kinder unterrichten. Auch der Sport und die Bewegung kommen nicht zu kurz. Der kreative Bereich ist in den Volksschulen ganz besonders wichtig. Bildnerische Erziehung und Musik, Werkerziehung und verschiedenste Angebote decken all diese Bereiche ab. In den Saalfeldner Volksschulen wird entweder Hortbetreuung oder schulische Tagesbetreuung angeboten. Die neue Mittelschule Bahnhof bietet die Schwerpunkte Computer und Technik sowie Sprachen an. Im Computer- und Technikzweig wird ein sicherer Umgang mit den grundlegenden Computerprogrammen vermittelt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit dem Programm GeoGebra das geometrische Zeichnen am Computer kennenzulernen. Auch Experimente aus verschiedensten Teilbereichen von Physik und Chemie stehen am Stundenplan. Im Sprachenzweig ist es das Ziel, eine Fremdsprache im Alltag oder im Berufsleben, hier ganz besonders im Tourismus, einsetzen zu können. Durch die Basis, die ich gekriegt habe, gerade was die Fremdsprachen betrifft, Französisch, Englisch, das ist ein super Sprungbrett gewesen für mich, dass ich da in die weiterführenden Schulen dann gehe. Dadurch ist mir dann der Einstieg gerade eben in den Betrieb daheim um und herum leichter gefallen. Polytechnische Schule ist die ideale Schule für die Facharbeiter der Zukunft, weil sie in vielen praxisorientierten Fachbereichen wie Bau, Elektro, Holz, Metall oder Dienstleistungen optimal auf die Karriere mit Lehre vorbereitet werden.
In den verschiedenen Fachbereichen wird Basiswissen sowohl in Theorie als auch in der Praxis unterrichtet. Für Jugendliche mit Interesse für diese Berufsbereiche stehen nach dem Besuch der Polytechnischen Schule eine Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten in Industrie und Gewerbe offen. Zudem fördern zahlreiche Projekte die Entwicklung von Schlüsselqualifikationen, die dann im späteren Beruf von großer Bedeutung sind. Wie zahlreiche Rückmeldungen aus der Wirtschaft beweisen, ist die Polytechnische Schule Saalfelden eine gute Basis und Voraussetzung für den Einstieg in die Berufswelt oder eine höhere berufsbildende Schule. Die Höhere Technische Lehranstalt Saalfelden, kurz HTL genannt, eine Schule mit einer umfassenden Ausbildung. Hier werden die Ausbildungszweige Bautechnik, Hoch- und Tiefbau, Elektrotechnik und Mechatronik angeboten. Zusätzlich gibt es eine Fachschule für Bau- und Computertechnik. Was zeichnet uns aus, dass wir eine umfassende berufliche Ausbildung anbieten durch Lehrer aus der Praxis, die natürlich garantieren, dass auch der Bezug zur Praxis gegeben ist. Und wir haben natürlich ausgezeichnete Allgemeinbildner, die auch garantieren, dass der Zugang zur Matura und zur Uni möglich ist. Die HTL Saalfelden ist eine sehr moderne Schule. Es gibt sehr gut und funktionell ausgestattete Klassenräume und Werkstätten. In den Werkstätten zu arbeiten, manuell tätig zu sein und praktisch etwas zu leisten, auf diese Dualität der Ausbildung wird großer Wert gelegt. Durch den Standort Saalfelden befindet sich die Schule im Zentralraum des Pinzgaus. Schüler aus allen Landesteilen und Bundesländern besuchen die HTL Saalfelden. Diesen Schülern wird die Möglichkeit geboten, im neu errichteten Schülerheim direkt neben der Schule zu wohnen. Die HTL Saalfelden wird von den Schülern sowie deren Eltern sehr gut angenommen, was auch jedes Jahr anhand der vielen Anmeldungen ersichtlich ist. In der ehemaligen Hauptschule Markt hat heute die neue Mittelschule Saalfelden und die Nordische Skimittelschule ihr Zuhause. Diese gilt als eine Talenteschmiede des ÖSV. Skibegabten Schülerinnen und Schülern wird ein positiver Abschluss der Mittelschule und eine fundierte sportliche Grundausbildung ermöglicht. Aus den 4 Klassen werden im Sportunterricht Trainingsgruppen für Langlauf, Biathlon, Sprunglauf sowie nordische Kombination gebildet und ein entsprechend abgestimmtes, abwechslungsreiches Trainingsprogramm absolviert. Unterrichtet werden die Schüler nach einem speziell abgestimmten Stundenplanrhythmus. Kleinere Klassen ermöglichen den Lehrern, sich intensiver mit den einzelnen Schülern zu befassen. Die Skiklassen werden als ganztägige Schulform geführt. Das bedeutet neben der Mittagsbetreuung auch eine intensivere Förderung der Schüler. 2 erfolgreiche Absolventen der Schule sind Kombinierer David Greiner und Biathlet Dominik Landerdinger. Sie zählen zu Österreichs erfolgreichsten Athleten des nordischen Skisports. Es glaube ich, gibt selten so eine gute Hauptschule, die so eine super sportliche Ausbildung hat. Du kannst Skispringer, hast die besten Voraussetzungen, du hast Chancenenden, du hast als Langläufer die besten Voraussetzungen. Ja, der Name, ich sag, ist Programm einfach. Du hast 4-mal in der Woche Training am Nachmittag, Sport. Und genau das war, was ich wollen habe. Und ich glaube, wenn ihr Gleichaltrige, die was auch auf Sport eben getrimmt sind, das macht dann einfach Spaß. Im Bundesgymnasium und Sportrealgymnasium Saalfelden haben die Schüler und Schülerinnen in der Unterstufe die Möglichkeit, zwischen einem Sprachzweig oder einem allgemeinen Sportzweig zu wählen. In der Oberstufe gibt es zusätzlich noch den sogenannten Leistungszweig des Skigymnasiums Saalfelden. Oberstes Ziel dieser Schule ist es, die Kombination zwischen Leistungssport, Training und Schule mit dem Ziel Matura optimal zu verbinden. 2006 erfolgte ein wichtiger Schritt. Da sind wir 5-jährig geworden in der Oberstufe. Das heißt, wir haben ein Jahr länger Zeit für die Matura.
So lässt sich der Stundenplan viel besser an die Trainingsphasen anpassen. Das war mal das wichtigste Ziel, dass wir den Schülern ermöglichen, speziell im Winter sehr viel zu trainieren und Rennen zu fahren und andererseits nur 2 Tage Unterricht zu haben. Wenn eine Verkürzung vorliegt. Durch mehr Unterricht im Herbst und Frühjahr werden die fehlenden Unterrichtszeiten wieder ausgeglichen. Viele Absolventen wohnen im Schülerwohnheim, in komfortablen, gemütlichen Zweibettzimmern. Das Skigymnasium hat schulintern eine sehr gute Infrastruktur. Dies gewährleistet eine optimale Vorbereitung auf die Wettkampfsaison. Es ist wirklich voll super, da in die Schule zu gehen, weil man einfach den Sport mit der Schule sehr super verbinden kann. Und die Trainingsmöglichkeiten da in Zöfern sind einfach sehr gut. Beste Voraussetzungen für das Wintertraining bietet die Infrastruktur von Saalfelden-Leogang und der näheren Umgebung. Ja, wir sind auch immer wieder eine sehr innovative Schule. Wir haben seit 4 Jahren als erste Schule in Österreich einen Freestyle-Zweig begründet. Das ist sehr erfolgreich mit Teilnehmern schon bei den Olympischen Spielen. Und das neueste Projekt ist eine Trainingsgruppe Sprunglauf. Für den ÖSV-Skirennläufer Romet Baumann sowie die Biathletin Katharina Innerhofer war das Skigymnasium Saalfelden das optimale Sprungbrett zur Karriere. Die HBLW Saalfelden ist gemeinsam mit der HTL in einem Bundesschulzentrum. Dazu gehört auch ein großes Schülerheim. Die 3-jährige Fachschule hat den Schwerpunkt Gesundheit und Soziales und endet mit einer Abschlussprüfung. In der 5-jährigen höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit den Schwerpunkten Medieninformatik, Sprachen und Beruf steht die Ausbildung auf mehreren Säulen. Das eine ist eine Allgemeinbildung. Sprachen sind sehr wichtig bei uns. Wirtschaftliche Bildung ist wichtig und was uns speziell macht, die fachpraktische Ausbildung in Kochen und Servieren. Die HBLW in Saalfelden war für mich eine gute Grundlage für meine Arbeit in der Geschäftsführung bei Berger Fenster Konfiserie. Sowohl in der 3-jährigen als auch in der 5-jährigen Ausbildung ist ein Praktikum vorgesehen. Und zwar ein Sommerpraktikum, 2 Monate in der Fachschule, 3 Monate in der höheren. Das Schuljahr endet in diesem Fall etwas früher, sodass genügend Zeit bleibt. Das Praktikum kann in einem Hotel, in einem Beherbergungsbetrieb, im Büro oder aber auch im Ausland abgelegt werden, wenn man sich auch in der Sprache weiterbilden möchte. Die Sprachausbildung war für mich sehr hilfreich. Englisch kommuniziere ich mit meinen Kunden in Japan, Russland, Chile oder anderen Ländern. Französisch kommuniziere ich mit unseren Lieferanten. Die HBLW Saalfelden gibt es seit nunmehr 40 Jahren. Die Schule, bekannt für ihr hohes Niveau, genießt einen ausgesprochen guten Ruf. Das Sonderpädagogische Zentrum Saalfelden sorgt durch ein modernes Raum- und Funktionskonzept für hochstehende Lern-, Erziehungs-, Betreuungs- und Therapiemöglichkeiten von Kindern mit Beeinträchtigungen. Wichtige Grundprinzipien der Sonderpädagogik wie Individualisierung und Differenzierung erhalten somit einen neuen Stellenwert. Die neu geschaffenen Räumlichkeiten fördern kommunikative Prozesse und tragen wesentlich zu einer motivierenden Lernumgebung bei. Musik und Bewegung ist ein zentraler Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Ein besonderer Schwerpunkt ist das therapeutische Angebot wie Physiotherapie, Psychotherapie, Motorpädagogik und vieles mehr, einzeln oder in der Gruppe. Der Snusenraum ist ein ganz spezielles Therapieangebot für Kinder mit sensorischen Problemen. Das SBZ Saalfelden ist eine Ganztagsschule. Die Nachmittagsbetreuung ermöglicht den Kindern umfassende und individuelle Möglichkeiten im Lern- und Freizeitbereich. In der Schule für Sozialbetreuungsberufe werden Pflegehelfer und Fachsozialbetreuer ausgebildet. Sie bildet gleichermaßen theoretisch und praktisch aus. Das heißt, die fertigen Fachsozialbetreuer haben 1300 Stunden Theorie und 1200 Stunden Praxis hinter sich, bevor sie in den Beruf einsteigen.
Es gibt eben viele Möglichkeiten, dass man eben den alten Menschen einfach in Würde dann nur sozusagen den Lebenstag gestalten lässt und ihn optimal versorgt. Unsere neueste Errungenschaft ist ein Alterssimulationsanzug, der die Studierende in die Situation versetzt, sich wie alte, gehbehinderte, sehbehinderte Menschen zu fühlen und sie damit auch besser zu verstehen. Für erfolgreiche Absolventen gibt es kaum Probleme, eine Arbeit zu finden. Viele sind bereits während der Ausbildung in einer sozialen Institution, einem Krankenhaus oder einem Seniorenwohnheim tätig. Das Bildungszentrum Saalfelden war in den vergangenen Jahren immer wieder Träger von bzw. Partner in Projekten in den Themenbereichen Lokal- und Regionalgeschichte sowie neue Konzepte in der Erwachsenenbildung. Zudem bietet die Volkshochschule in der Erwachsenenbildung ein vielfältiges Bildungsangebot in Form von Kursen, Seminaren, Angeboten zur Berufsausbildung und vieles mehr. Hier befindet sich auch die öffentliche Bibliothek mit einer großen Auswahl an Fach- und Sachliteratur, Kinder- und Jugendbüchern, Hörbüchern und vieles mehr. Außerdem besteht die Möglichkeit, mittels Online-Bibliothek E-Books downzuladen. Mit dem ganzheitlichen erlebnis- und ergebnisorientierten Unterricht im Musikum sollen Schüler und Schülerinnen zu einem selbstständigen und kreativen Umgang mit Musik geführt werden. Durch die Kooperation mit den öffentlichen Schulen wurden zahlreiche Bläser- und Streicherklassen geschaffen. Flexible Unterrichtsformen ermöglichen es, die Zeiten für Einzel- und Gruppenunterricht je nach Zielsetzungen zu variieren. Aufbauend auf dem Einzelunterricht werden die Kinder und Jugendlichen zur Teilnahme an verschiedensten Projekten motiviert, denn das gemeinsame Musizieren und Hinarbeiten auf Ziele wie Konzerte, Projekte und andere Veranstaltungen fördert nicht nur die musikalischen, sondern auch die sozialen Fähigkeiten. Das Musikum Saalfelden bietet zudem eine Vielfalt an Weiterbildungskursen. Ein Fernstudium im Studienmanagementzentrum Saalfelden ermöglicht die Flexibilität, sich neben Beruf und Familie einen Wissensvorsprung zu schaffen. Die Studierenden bestimmen Ort und Tempo ihres Studiums selbst. Mit Blended Learning, einer Kombination von Skripten, Online-Portalen und individueller Betreuung, können die Teilnehmer unabhängig und flexibel bleiben. Fernstudien können als Voll- oder Teilzeitstudium absolviert werden.